Ja, liebe Leute, wir versuchen es erneut. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal oder einem neuen alten Projekt, wie auch immer. Herzlich willkommen zu Need for Speed Rivals. Wir machen heute ein bisschen wieder Need for Speed, würde ich sagen, nach Need for Speed Heat. Ich dachte mir, yo, mit Dirt hast du tatsächlich ein gutes Spiel gefunden. Ah, nee, eher nicht so. Es ist komplett verbuggt. Also wie gesagt, man rutscht teilweise mit einer halben Karosse durch die Gegend. So macht es mir keinen Spaß und dann bleibe ich auf einem Spiel hängen, wo ich eigentlich eher mehr Bock drauf habe, nämlich einen Need for Speed Ableger. Und diesmal ziehen wir es auch durch. Rivals, los geht's. Die spielen jetzt alleine, nur so nebenbei gerade. Wir sind ungebunden. Frei. Ohne Fesseln. Wir überschreiten Grenzen in den stärksten Wagen, für die wir nichts bezahlen. Wir fahren, wohin wir wollen, wann wir wollen und wie schnell wir wollen. Du nennst uns Gangster, aber tief im Inneren brauchst du uns. Wir sind das Gesetz. Man kann den Teufel nicht mit Engeln fangen. Ich bin nicht wie du. Ich bin das Leben, das du fürchtest. Du schläfst. Ich bin wach. Ich bin die Reality Show. Der Hauptdarsteller. Die 15 Minuten, die du nie haben wirst. Du willst wissen, warum ich das tue? Ich will wissen, warum du nicht. Wir sind das Ende deiner Freiheit. Ich werde flüchten. Wir sind der Schatten, den du nicht loswirst. Ich werde niemals anhalten. Wir werden dich jagen. Ihr werdet mich nicht kriegen. Wir werden nicht aufhören. Ihr werdet mich berühmt machen. Wir werden euch zerstören. Ihr seid unsere Feinde. Wir haben euch im Visier. Du bist mein Rivale. Ja, dann geht's heute auf jeden Fall los mit einem neuen Projekt. Wie gesagt, nochmal, ich habe die alte Playlist gelöscht. Dass wir jetzt quasi nochmal komplett bei Null anfangen können. Ich habe den alten Speicherstand gelöscht. Also ich sollte eigentlich theoretisch klappen, dass wir mit einem komplett neuen Speicherstand in diesem Spiel drin sind. Wir fangen, es bleibt auf jeden Fall auch immer wieder bei. Willkommen bei Need for Speed Rivals. Bevor wir dich auf Redview County loslassen, erklären wir einige Grundlagen. Wähle Cop oder Racer, um das Training zu starten. Ja, genau, nochmal. Also, wie gesagt, wir bleiben auf jeden Fall bei dem 14 Uhr Slot Montag bis Donnerstag. Freitag, Samstag oder Formel 1. Das bleibt auf jeden Fall unangetastet. Nur, dass wir halt, wie gesagt, hier mit einem neuen alten Projekt machen. Wie gesagt, ich habe die alte Playlist gelöscht. Wir fangen also quasi wieder bei komplett Null an. Das wäre ein komplett neues Spiel oder ein neues Let's Play für uns. Ich habe den alten Speicherstand gelöscht. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall komplett bei Null rein. Jo, was spielen wir denn? Wir können es ausruhen, ob wir als Cop oder als Racer spielen. Wenn ich ehrlich bin, mir persönlich macht das als Cop mehr Spaß und deswegen werden wir auch als Cop reinfangen. Willkommen im Redview County Police Department. Das hier ist einer der mobilen RCPD-Kommandoposten, die es überall im County gibt. Hier beginnt außerdem dein Training. Das ist deine heutige Aufgabe. Wenn dein Training beendet ist, kannst du aus einer ständig wechselnden Liste von Aufgaben wählen, für die verschiedene Einsatzfahrzeuge im Kommandoposten bereitstehen. Gut, was haben wir denn als erste Aufgabe? Stell deinen Schilleinsatz-Event, schalte eine Verfolgung mit einem Racer, verhafte einen Racer und sammle 5000 an einer einzigen Session. Also Version des Dodge Charger SRT8, das ist unser erstes Auto, das bekommen wir dann, wenn wir diese Liste abgearbeitet haben. Also, wir sind im Prolog erstmal drin. Und dann gehen wir jetzt erstmal. Im Kommandoposten kannst du deine Wagen und Technologien wählen und dein Nummernschild personalisieren. Wähle deine Einheit, dann gehen wir auf Streife. Haha, ja, machen wir doch. Gut, Verfolgungstechnologie. Als Mitglied des RCPD kannst du Speedpoints für Upgrades und Verfolgungstechnologien ausgeben. So, was haben wir denn? Wir haben da wirklich gar keine. Das heißt, wir können ohne leider nichts einsetzen. Unser Auto. Personalisiere dein Nummernschild und sende Rivalen eine Botschaft. So, Paramount City, City Dip. Twice City Bay. So, fangen wir an auf jeden Fall.
weiß gar nicht mehr, die alten Need for Speed, Sequest. Ja gut, Sequest ist ja hier Need for Speed Rivals. Bayview. Bayview ist Need for Speed Underground 2. Das weiß ich noch. So, fangen wir mal an mit den ersten. Das ist deine RCPD-Karte von Redview County. Hier siehst du andere Cops, kannst Racer tracken und siehst offene Events. Außerdem ist es der Startpunkt für deinen Streifeneinsatz. Wenn du dein Training abgeschlossen hast, kannst du zu jedem Kommandoposten wechseln. Dann starten wir mal in die Story. Auf jeden Fall mit einem der geilsten Soundtracks überhaupt. Das werdet ihr jetzt gleich merken, wenn wir rausgehen, wenn wir reinkommen. Nur muss ich leider aufgrund des Let's Plays die Musik leise machen. Deine erste Streife beginnt. Rechts wird deine heutige Aufgabe angezeigt. Erfülle die darin enthaltenen Ziele, um dein Training abzuschließen. Lege eine Route zu einem Zielpunkt fest, indem du die Karte aufrufst oder oben links auf dem Bildschirm Easy Drive auswählst. So viele Spieler dürften nicht mehr unterwegs sein mit dem Auto. Um ein Event zu starten, geh mir nicht auf Lüsse. Und drücke die Taste. Dein Ziel im Schnelleinsatz ist, die RCPD-Route möglichst schnell und sauber zu fahren. Schon klar. Dringende 10:30 von Streife auf Grapevine Drive angefordert. Alle Einheiten eingreifen. Wir müssen auf jeden Fall für die Zeit sitzen. Ah, ich liebe diesen Soundtrack. Man darf hier nichts berühren, ne? Geh mir nicht auf und nimmst du dann scheiß Zeitstrafen. Nur nochmal Zeitstrafen. Dazu kriegen wir das Ding auf Gold hin. Racer können jederzeit deinen Weg kreuzen. Ja, klar. Um eine Verfolgung zu starten, drücke die Taste. Dein Licht geht an und der Einsatz beginnt. Berührst du einen Racer oder er dich? Beginnt die Verfolgung ebenfalls. So, da ist ein Racer, der erste. Um einen Racer zu verhaften, verfolge ihn und ramme ihn, bis er crasht. Nutze Verfolgungstechnologie, sobald sie verfügbar ist, um Racer zu stellen. Racer erhältst du seine Speedpoints. Je höher seine Fahndungsstufe, desto mehr Speedpoints gibt es. Nutze diese Speedpoints, um an Kommandoposten neue oder verbesserte Verfolgungstechnologie zu bekommen. Glückwunsch, du hast deine Aufgabe abgeschlossen. Zeit, zum Kommandoposten zurückzukehren. Nutze die Karte oder Easy Drive links oben im Bild, um eine Route zu den jeweils nächsten Kommandoposten, Werkstätten, Events oder anderen Spielern zu planen. So, dann gehen wir jetzt mal. Nächster Kommandoposten. Da war ein Racer. Den hole ich mir noch. Keiner macht Ärger in meiner Stadt. Keiner macht Ärger mit meiner Stadt. Kontakt, das wird hinaus. Hab ihn. 10:44 außer Gefecht. Wagen ist hinüber. Start
starte Patrouillenfahrt auf Grid 3. Alle Einheiten, Achtung, C44 wurde von Radarkamera geblitzt. Alle Einheiten in der Nähe bitte eingreifen. Au! Fahren wir bis, bevor wir die Karre komplett verlieren, dann mal zurück in den Dings. Ja genau, weil das Ding einfach online ist. Aber hier nicht mehr so viele Spieler online sein sollten, kommen ja die, seht ihr die ganzen neuen drauf. Audio-Einstellung, wir machen mal Musik runter. So, das war sie wirklich nur komplett im Hintergrund mitbekommen. Ein neues Auto aber auf jeden Fall. Training beendet. Willkommen im RCPD. Wechsle zu einem Racer und lerne den Rivalen kennen. Mhm. Es ist wichtig zu wissen, wie deine Rivalen denken. Spiele jetzt das Racer-Training. Genau, das machen wir dann noch. Das ist eins deiner Verstecke. Du findest sie in ganz Redview County. Sie sind der einzige Ort, an dem du vor den Cops sicher bist. Hier findest du alles, was du brauchst, um es mit deinem Rivalen aufzunehmen. Mhm. Genau. Das ist deine Speedlist, das Zentrum deiner Rivalität. Hier kannst du aus ständig wechselnden Zielen, die deinem Fahrstil entsprechen, wählen. Da du gerade erst anfängst, ist die Auswahl noch etwas begrenzt. Wenn du das Training abgeschlossen hast, kannst du aus mehreren Speedlists wählen und so den Spielverlauf selbst bestimmen. So. Dein Versteck ist gleichzeitig auch Garage und Werkstatt. Wähle Wagen, Verfolgungstechnologien, Personalisierungsoptionen und Leistungsupgrades aus. Sieh dich in Ruhe um. Danach geht's auf die Straße. Mhm. Es gibt zwei Slots für Gut, jetzt kommen wir kannst du deine Wagen personalisieren. Gestalte deine Fahrzeuge mit verschiedenen Mitteln. Farben, Felgen, Designs, Aufkleber, Folien und Nummernschilder. Du hast die Wahl. Okay, wir haben noch gar keine Speedpanzer, wir können nichts auswählen hier. Walkboard. Need for Speed. Most Wanted. Das ist, jetzt haben wir eh keine, also wir können das mal eigentlich. Das ist deine Karte von Redview County. Mhm. Hier siehst du andere Fahrer und offene Events und kannst deinen Startpunkt auswählen. Fürs Erste starten wir einfach hier draußen. Mhm. Gut. Dann machen wir das doch. Du beginnst mit freier Fahrt. Rechts auf dem Bildschirm siehst du die vorher ausgewählte Speedlist. Erfülle die Ziele, um dein Training abzuschließen. Mhm. Lege eine Route zu einem Zielpunkt fest, indem du die Karte aufrufst oder oben links im Bildschirm Easy Drive auswählst. Los geht's. Na dann auf. Mhm.
Um ein Rennen zu starten, fahre einfach zum Startpunkt und drücke die Taste. Du kannst ein Event jederzeit starten, sogar wenn du von den Cops verfolgt wirst. Achte nur darauf, langsam zu fahren, um nicht am Start vorbeizurasen. Du kannst auch Kopf-an-Kopf-Rennen starten, indem du an einen anderen Fahrer heranfährst und dieselbe Taste drückst. Dann fahren wir los. Das erste Rennen. Wir müssen erst sein, um Gold zu schaffen. Wie sollen wir jetzt mal nur wenden? Top 3 müssen wir auf jeden Fall schaffen. Jetzt sind wir vorne, da wo wir hingehören. Geil. Man ist erst einmal, man macht einen Fehler und ist direkt weg wieder im Fenster. Hast dein erstes Ziel erfüllt? Ernsthaft? Für jedes Ziel bekommst du Speedpoints und erhöhst den Multiplikator oben auf dem Bildschirm. Deine Fahndungsstufe steigt ebenfalls. Je höher sie ist, desto stärker versuchen die Cops, dich zu stoppen. Die Cops haben dich gefunden. Nichts wie weg. Cops jagen dich und versuchen dich mit allen Mitteln zu stoppen. Erwischen sie dich, verlierst du deine Speedpoints und den Multiplikator. Ja. Fahre schnell und nutze die Minikarte links unten auf dem Bildschirm, um die Cops abzuhängen und zu entkommen. Achtung, die Cops ab. Die Fluchtanzeige unten auf dem Bildschirm zeigt deinen Fortschritt an. Holt der Cop während dieser Zeit auf, geht die Verfolgung weiter. In der freien Fahrt kannst du gegen jeden in Redfield County antreten. Fahre hinter sie oder warte auf eine Herausforderung. Drücke dann die Taste zum Starten. Genau, dann fahren wir zurück zum Dings. Ah, bei dem Rennen, das beruhigt mich gerade noch. Das war das, was ich gewonnen habe. Habe ich so weggeschmissen. Jetzt haben wir sowieso keine unterwegs gerade. Besser Kopf. Das Kopf-an-Kopf-Ding müssen wir hier noch machen. Das ist geil. Also der kommen wir dann. Oh, ich weiß nicht, wenn die Leute dann. Ja, ist vorbei. Ich glaube, ich so hingefahren bin. Speedlist absolviert. Fahre zurück zum Versteck und sichere die Speedpoints. Nutze die Karte oder Easy Drive links oben im Bild, um eine Route zu den jeweils nächsten Verstecken, Werkstätten, Events oder anderen Spielern zu planen.
Gut, dann fahren wir zurück zur... Quatsch. Wo ist das versteckt? So, 800 Meter weg nur. Schauen wir gut. Das Racer-Training ist beendet. Du kannst nur nach Redview County springen. Dein Training ist beendet. Wähle eine Seite und nimm den Kampf gegen deine Rivalen auf. Was machen wir nicht jetzt? Das machen wir in der nächsten Folge. Dann sehen wir uns wieder bei Let's Play Need for Speed Rivals. Als Cop gehen wir dann rein. Tschüss.